Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und Fantasie Friends Under the Sea, also Fantasiefreunde unten im Ozean, unter dem Ozean, unterm Ozean, im Meer. Wollen wir jetzt anzocken? Das habe ich mir mit Absicht gekauft. Erstmal, weil meine kleine Tochter steht auf diese Viecher mit dem. Oh Gott, ist das laut! Oha! Ja, lass mal das mal. Aber wir haben natürlich noch nichts. Also wie gesagt, meine Tochter, die Kleine, die steht auf diese Viecher mit den großen Glubschaugen. Und ich hatte ja schon, weiß ich einige, wir gesagt haben, hier bei den Indie-Spielen. Und haben sich beschwert, und haben gedacht, naja, dann richtig. Und da habe ich mir das erste Family, das erste Friends-Dings hier gekauft gehabt. Ein neues Spiel. Und habe da mal einen angezockt gemacht. Jetzt müsst ihr da durch. Tun wir uns das natürlich auch an. Ridashin nada. Fanari tararei dari. Das ist im Prinzip das gleiche, denke ich mal, wie. Ja. Aber hier wird es kein Ei ausbrüten sein, oder? Doch, hier ist es auch Ei ausbrüten. Okay. Wir wollen dem Ei erstmal Liebe geben. Dann müssen wir mit dem linken Analogstick das Ei hier erstmal Liebe geben. Streicheln. Und wir kriegen mal Punkte. Jetzt ist es fertig. Darinen. Jetzt schlüpft das erste Ei aus. Ich habe gedacht, da ist wenigstens mal das andere. Ja. Ein Wasserhund. Den nehmen wir einfach mal Fenris. So. Jetzt hat der Fenris natürlich auch seine eigene Butze. Ja. Aber wir gehen erstmal nochmal zurück. Ne, wir müssen das durchspielen mit Fenris. So. Die müssen wir jetzt die. Also beim anderen war es Nuckelflasche geben und den musste man den erstmal ranziehen, damit er größer wird. Hier sind auch wieder eine Nuckelflasche mit dem linken Analogstick zum Mund führen. Und dafür kriegen wir Punkte. Für die Punkte können wir uns ja neue Eier holen. Zeige ich euch dann auch gleich alles. So, Herz, mal streicheln. So. Dann haben wir Bürsten. Dann nehmen wir die Bürste. Und abseifen auch noch. Heute mit dem Herzen. Wir können auch die Landschaft verschönern. So, jetzt haben wir das. Dalima Faschin. Ja. Da können wir jetzt hier zum Beispiel Sachen setzen. Die kosten natürlich auch Geld. Machen wir den Punky hier hin. Zack. Annehmen. Und überall, wo hier eine Muschel ist, könnt ihr Sachen draufpacken. Ihr habt natürlich jetzt nicht so viel zur Verfügung. Seht ihr ja. Packen wir von allem hier hin. So, die vier Sachen haben wir. Wir können natürlich noch mehr kaufen. Für diese Punkte, die wir beim drum kümmern finden und hast nicht gesehen. So, jetzt machen wir erstmal hier. Thank you.
soll das sein? Charlie, ja, denke mal, Charlie lassen. Der hat jetzt noch nicht so viel Verlust. Kann wieder rausgehen. Mal speichern. Der braucht jetzt viel. Ah ne, der entwickelt sich. Das wird später dann länger dauern. So, und jetzt haben wir natürlich hier noch Klamotten mit dazu gekriegt. Da haben wir natürlich noch keine gekauft und Spielzeug. Und jetzt können wir mit ihm spielen. Aber auch gleichzeitig Essen herstellen. Wir müssen nämlich jetzt... Ja, ja. Machen wir erstmal spielen. Was hängt das hier? Ich kann gar nichts mehr drücken. Moment. Nochmal neu starten. Es gibt doch nicht so viele. Wie viel gab es denn beim Teil über Wasser? Da gab es 9 Freunde oder so gab's da. So. Der entwickelt sich jetzt wieder. Meine Tochter, also die Kleine, die findet das halt total süß, die Viecher. Und dann sagt sie, Papa, füttern, Papa, spielen oder... Also jetzt nicht mehr, jetzt sagt sie schon mehr, dann sagt sie, Papa, spiel damit oder fütter ihn oder sie. Hier findest du Futter. Und da haben wir jetzt einen Keks.
Wörtern. Dann haben wir hier noch Puzzeln. Ich mache halt die Laune besser. Spielzeug machen. So, Klamotten können wir auch. Können wir jetzt hier zum Beispiel. Die haben wir jetzt natürlich noch nicht. Aber hier kann man dann halt noch die Farbe ändern. Speichert immer wieder zwischendurch. Das ist beim ersten Spiel ist mir auch ständig am Anfang der Spielstand abgekackt. So, jetzt kommen wir nämlich jetzt zu den Flaschen. So, und da können wir dann nämlich jetzt hier ein Ei kaufen. Kostet 4000. Wir können Farbe kaufen. Hier haben wir Klamotten und Bürsten und Spielzeug, was wir kaufen können. Und einmal eine Rückentwicklung vom Roten zum Ei. Und hier sind dann so die Gegenstände, die wir zum Verschönern von draußen nehmen können. Ja, hier zum Beispiel so ein U-Boot, das können wir ja mal kaufen. Ja. Zeigt natürlich an, wer schon voll ausgewachsen ist, und das ist halt bis jetzt nur er. Dann können wir dann halt auch eine Mütze verpassen. Zeit verbracht. Aber jetzt schlüpft. Schlüpft immer noch nicht. Die Worte nicht von dem Streicheln jedes Mal rausgehen, wenn ihr mehrere habt, einfach rübergehen. Ihr könnt das nächste nehmen. Ach, braucht der vielleicht hier oben noch was? Yeah!
War doch vorhin schon so ein bisschen bewegen und so. Ach, dann machen wir dann doch den hier oben einfach mal nochmal. Die meisten Punkte könnt ihr halt bei den Babys machen. Weil da braucht ihr nicht jedes Mal. Nicht jedes Mal das Essen herstellen. Braucht dann nur rein, essen, bürsten. Schaum. Schlüpfen. Ja, viel Zeit geht um mit Warten drauf. Ihr könnt dann auch ab und zu mal gucken. Wir können ja mal hier das U-Boot hinmachen. Manchmal findet man noch Kisten, die man ausbuddeln kann. Die bringen dann Punkte. Noch nicht, dass ich ihn entwickeln kann. Immer noch keinen Edelstein da drauf. Weil die haben denn so einen blauen Edelstein oder der sieht aus wie eine Figur ein bisschen oben in der Sprechblase. Und das ist halt auch immer ganz gut. Wenn er das regelmäßig macht. Beim Ei. Liebe geben. Braucht man nur den Analogstick bewegen. Kreise Bewegung. Und man kriegt gut Punkte. Das ist definitiv was, aber für Ältere eher langweilig, denke ich.
und den Stab nur schieben. Komm, mach nochmal A. A jetzt. Und voll. Die werden auch nicht größer. Das ist die größte Form von denen. Jetzt muss man halt nur noch sehen, dass sie am Leben bleiben und wohl genährt und das Haus putzen. Das kommt auch ab und zu dran, dass das Haus dann dreckig ist. Und hier findet er dann irgendwo, man sieht dann irgendwie ein Fragezeichen. Da kann man Kisten ausbuddeln. Die halt alle am meisten lohnt es sich, wenn wirklich die Anzeige, wie ihr seht, ziemlich weit unten ist. Man macht da nur ein bisschen was und da drin rausgehen, das ist halt. Muss aber auch aufpassen, dass euch nicht abkratzen. So, jetzt aber endlich. Klappt es wohl doch nicht mit dem Ausschlüpfen. Doch. Oder habe ich mich verhört? Ich habe doch... Und dann immer wieder zwischendurch speichern, das ist ganz sicher. So, das soll es jetzt auch gewesen sein zu diesem kleinen, knuffigen Spiel. Ich werde jetzt nachher mit meiner Tochter spielen. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist halt Würfel, Kinder. Es ist wirklich klein, kitschig gemacht. Einfach nur wie ein Tamagotchi. Sich um die Viecher kümmern, sauber halten und ein bisschen spielen mit denen. Ein Tamagotchi für die Konsole, kann man sagen. Mit mehreren. Und dann kann man denen halt noch Namen geben und so. Ja. Aber das soll es jetzt soweit gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ich weiß, dass vielen das Video nicht gefallen wird. Aber trotzdem, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi, seid euer Odin.